Und damit hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer Runde Nathan Drake hier bei Uncharted Nummer 1, dem Schicksal von Drake. Und wir erwarten eine Ballerei. Und zwar ziemlich genau hinter dieser Wand. Was ich mich gerade frage, wir haben ja in der letzten Folge, sind wir so einen Turm hochgekraxelt, um Schlüssel von so einer Tür zu bekommen, der da irgendwo oben in einer Leiche stand. Und über der Tür hangen so ganz mysteriös irgendwelche Zeichen. Gekreuzte Schlüssel, so das Vatikanzeichen. Oh Mann. Sag ich doch. Och nee. Klappt das? Na toll. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um die hier unten. Okay. Ach du Kacke. Genau. Oh, oh, nein, nicht. Puh. Glück gehabt. Puh, erstmal wieder ein bisschen Farbe ins Gesicht bekommen. Moment. Okay. Okay, einer weniger. Da hinten sind noch zwei und nein, hör auf! Okay, zurück. Läuft. Dann haben die ihre Munition ja schon mal verballert. Und wir können hier... Nein! Der da oben geht mir richtig auf den Sack. Pass mal auf. Weißt du, was wir jetzt machen? Nein, nicht schon wieder. Verdammt. Jetzt werfen wir mir nicht mal eine Granate. Und zwar... Fuck it. Wir kommen nicht so weit. Da ist auch keiner. Verdammt, wie kann ich jetzt abbrechen? Ja, kann ich. Sehr gut. Na toll. Okay, die stört uns nicht. Außer vielleicht ein bisschen im Ton, aber das passt schon. Okay, ich und Zielen hier mit so einem Knüppelding. Gut, dass wir unendlich Munition schlucken können und wir irgendwann eigentlich aufs Blei sein sollten. Okay. Ah. Kriege gleich den Hass. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat's genau den richtigen erwischt. Wir gehen mal wieder nach vorne. Was? Wir haben da keine Muni mehr, das ist nicht so gut. Hier mal schnell noch nachladen. Zwei sind es noch, ne? Ja. Sehr schön. Eliminierung mit der AK-47. Du hast deine Trophäe erhalten, das ist ja toll. Freue ich mich sehr. Ach, die gibt es ja auch noch da hinten nur. Da kommen ja noch mehr. Ach, man kann durch die Kisten schießen. Das ist ja spannend. Tolle Wurst. So, Headshot. Da kriege ich auch noch. Headshot. So, wie kriegen wir den da oben weg? Am liebsten ja mit einer Granate. Puh.
Da liegt ein bisschen Waffenmunition. Oh, nice. Nehme ich natürlich gerne. Das Dumme ist nur. Da ist MP-Munition. Oh, wo schießt der denn hin, Digga? Krieg ich den hier unten? Nee. Na, komm mal da durch den Schlitz, komm mal. Ah, sehr gut. Schön, dass du mich siehst. Komm. Komm raus, Junge. Trau dich. What the hell? Okay. So. Gut. Geschichte. Erstmal hier Muni einsammeln. Okay. Gleich nachladen. Hat der hier noch was? Der hat nichts für mich. Okay. Leute, ich brauche Munition. Mit 37 Schuss komme ich nicht weit. So. Hier vorne lag mal so eine kleine MP rum, wenn ich mich nicht irre. Aber die will ich ja nicht. Nehme ich die Magno mit, oder? Ich stehe eigentlich auf meine kleine Pistole. Ich mag die wohl. Vor allem, weil ich nicht so... Ich bin ja nicht so zielsicher. Und da ist es, glaube ich, günstiger, wenn man den einen oder anderen Schuss mehr hat. Ich dachte, hier liegt noch was drauf, aber nee. So, halt, stopp. Nehme ich mit. Okay. Was ist das hier? Wow. So. Ist das bloß ein Durchgang oder geht's hier echt nach oben? Ich glaube, hier geht's nach oben, ne? Ja. Okay, gut. Ach, wo ist denn bloß Helene Fischer abgeblieben, ey? Ja. Oh. Nicht doch du. Was ist los, Digga? An der Hand abgeschossen. Komm ich hier hoch? Ich komm hier rüber. Aber ich komme da nicht hoch. Ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Na komm. Ach, wie wäre es, wenn ich einfach mal hier so die Treppen weiter hochgehe? Okay, hier ist ein bisschen Munition. Hier ist gar nichts mehr. Alter, what? So, und ich kriege auch noch. Shot. Was? Leute, mach dich doch. Headshot. Den Dick mit Headshot ist natürlich super geil. Na komm. Oh nein. In Ordnung. Läuft. Ah, fuck it. Okay. Nach dem dritten Anlauf hat es dann endlich mal geklappt. Ah, komm. Puh. Okay. Nehme ich mit. Mikro nehme ich ihn nicht mit.
Ist hier noch irgendwas? Nee. Nein! Hm. Alter, ich... Die Musik ist natürlich ein bisschen... Okay, die sind so... Das mit der Munition aufsammeln ist ein bisschen hakelig. Aufgrund der Steuerung. Okay, hier kommen die nächsten mit Sicherheit. Natürlich. Na kommt, na kommt. Hm? Okay, hier ist das Geschütz. Das ist doch ein schlechter Schatz. Na? Noch wer ohne Fahrschein? Ho, 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 nicht! Glück gehabt. So, tot. Tot. Na, doch nicht tot, jetzt tot. So, Murks. Das Ding macht ja Spaß. Ah, noch wer ohne Fahrschein? Bin gerade in Laune. Nee, leider nicht. Schade. Glück gehabt, dass sie hier keine Granate hinter mich geschmissen haben, weil dann wäre ich nämlich hinüber gewesen. Oh Gott, was ist das denn hier? Muss das so bunt schimmern? Oha. Die sind nicht spanisch, die sind englisch. Wow! Fletcher, wir sind zum großen Turm gegangen. Hoffentlich treffen wir uns dort. Francis Drake? Wow! Du hast es geschafft. Aber was hattest du vor? Hm? Da drüben ist er! Oh, Hilfe, lass mich raus. Du bist tot. Oh, war ja klar. Warum zielt denn der mit seiner Rübe immer so komisch? Sauber durchdacht! Hm, was? Sauber durchdacht? Die brauche ich nicht. Okay, Francis Drake, wenn zum großen Tower. Ich finde es ein bisschen. Ist ja jetzt ein bisschen, ne? Weit hergeholt. Dass Francis Drake hier so an der Wand einfach was hinmalt. Aber gut. Wir versuchen mal unser Glück. Ne, halt, der kam hier hinten raus. Da gucken wir mal noch ganz kurz durch. Und wo ist Helene Fischer, verdammt? Das muss Drakes Turm sein. Und ganz oben ist Helene. Oh. Ach du Scheiße. Na? Aua, aua, aua. Oh, bis dann. Yeah!
bist. Ich habe keine Muni mehr. Verliert ihn nicht. Ich bin hier. Danke dir. Genau zwischen die Augen, Bule. Ah ja? Okay, warte, pass auf. Nur für dich. Nur für dich. Okay, also, wir müssen zum großen Tower, weil Francis Drake da offensichtlich hingegangen ist. Wir haben hier schon wieder Besuch von irgendwelchen fremden, gemeinen Fiesen. Die Wolken da hinten sind ziemlich geil, oder? Ach Gott, ich bin so ein Eichhörnchen. Naja, wie auch immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mal einschaltet, wenn es heißt Let's Play Uncharted Nummer 1, Francis, Drakes Schicksal. Und wir sind echt munitionstechnisch so bald echt am Arsch. Wir müssen hier mal ein bisschen zielen lernen. Das wäre, glaube ich, ein Fortschritt. Naja, bis dahin. Ich sage erstmal Tschüss und bis dann.